Hey und herzlich willkommen. Ich habe heute ein paar Fakten über Paula Modersohn Becker für euch. Sie wurde 1876 geboren und war eine deutsche Malerin. Sie gilt als eine der bedeutendsten Vertreterinnen des deutschen Expressionismus. Sie war bekannt für ihre expressiven Porträts und Landschaftsbilder, die häufig in kräftigen Farben gemalt waren und die emotionalen Zustände ihrer Motive widerspiegelten. Außerdem war sie eine Pionierin der weiblichen Körperdarstellung in der Kunst, insbesondere der nackten weiblichen Formen. Leider verstarb sie im Alter von 31 Jahren. Und obwohl ihr künstlerisches Schaffen nur sehr kurz war, hinterließ sie einen bedeutenden Einfluss auf die Kunstgeschichte und inspirierte viele weitere Künstlerinnen und Künstler der folgenden Generationen.